Eine Pastasoße für große und kleine Kinder. Welche das ist, das zeige ich euch jetzt. Hallo ihr Köchlinge, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei einer neuen Homemade-Folge auf unserem Kanal Jeder kocht. Ich bin Markus und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine leckere Tomatensoße machen könnt, die ihr höchstwahrscheinlich aus Kindheitserinnerungen und Kindergartentagen kennt, denn die war zumindest bei uns relativ häufig vertreten. Die gab es relativ häufig zum Mittagessen und ist ein absoluter Klassiker und sehr, sehr lecker. Für große wie auch für kleine Kinder. Und was ihr für die Zutaten benötigt, das zeige ich euch jetzt. Ihr benötigt für diese Soße ungefähr 200 Gramm Fleischwurst. Das ist jetzt eine vegetarische Variante. Klassisch gesehen wird diese Soße aber aus Fleischwurst vom Schwein, Geflügel oder ja, Jagdwurst gekocht, zubereitet. Ne? Diese ist in grobe Würfel geschnitten. Des Weiteren benötigt ihr Zwiebelwürfel. Dies war jetzt eine mittelgroße Zwiebel. Außerdem benötigt ihr ungefähr einen Esslöffel Tomatenmark. Ungefähr 350 Milliliter oder Gramm Ketchup und an Gewürzen benötigt ihr etwas schwarzen Pfeffer, etwas Zucker und etwas Salz. Des Weiteren benötigt ihr eventuell etwas Wasser, je nachdem wie dick die Soße nachher ist, wenn wir sie fertig gemacht haben. Deswegen habe ich mir das schon mal vorbereitet, einfach damit ich die Konsistenz der Soße nachher angleichen kann. Ne? So, außerdem benötigt ihr natürlich einen Topf, um die Soße zuzubereiten. Und ihr benötigt natürlich für dieses Gericht noch Pasta. Wie das funktioniert, das haben wir euch schon gezeigt, wie Pasta gekocht wird. Von daher habe ich mir die schon mal vorbereitet. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Der Topf ist vorgeheizt, da ist jetzt ein etwas geschmacksneutrales Pflanzenöl drin. Und ihr macht jetzt nichts weiter, als dass ihr euch die Fleischwurst nehmt und erstmal schön anbratet. Gleich noch mal ein bisschen Dampf auf. So. Also im Idealfall bekommt die so eine leicht braune Farbe, die Wurst. Und entwickelt somit gleich ein paar Röstaromen und Röstgeschmäcker. Ansonsten gilt zu dieser Soße zu sagen, probiert nicht zu viel Geschmack daran zu geben. Je mehr ihr macht, desto weniger wird es von der klassischen Soße oder was mit der klassischen Soße zu tun haben. Ja, also hier ist tatsächlich das Sprichwort gut, je weniger, desto mehr, desto besser ist es. So, das brät hier an, dann werden wir einfach schon mal ein kleines bisschen die Zwiebeln hinzugeben, dass sie auch schon mal ein kleines bisschen mitdünsten können. Und würzen das Ganze jetzt schon mal ein kleines bisschen Zucker. Da kommt es selbstverständlich auch darauf an, wie süß euer Ketchup schon ist. Wenn ihr jetzt einen Ketchup habt, der besonders viel Zucker enthält, braucht ihr natürlich weniger Zucker. Wir haben jetzt welchen, der enthält etwas mehr Tomatenmark, etwas weniger Zucker. Von daher gehen da gute 2 Teelöffel an Zucker ran. So, jetzt geben wir auch gleich etwas Salz mit hinzu. Okay. Und ihr hört es, die Wurst und die Zwiebeln, die brutzeln schön. Hier am Rand sieht man schon, wie die Zwiebeln leicht Farbe bekommen. Die Wurststücken auch. Ja, ich zeige es euch mal in die Kamera. So sollte das dann im Endeffekt aussehen. Und die Wurst hat schön eine gleichmäßige Bräunung bekommen. So. Okay, dann geben wir gleich etwas Pfeffer mit hinzu, dass wir den nicht vergessen. So, nicht zu viel.
Und wie gesagt, an Wurstsorten ist es auch ganz euch überlassen, was ihr wollt. Ob ihr jetzt Geflügel mögt, ob ihr Schwein mögt, ob ihr diese Soße-Variante vegetarisch kochen möchtet. Also da gibt es auch super viele Möglichkeiten. Wichtig ist halt wirklich einfach der Zubereitungsweg und der bleibt immer derselbe, egal ob vegetarisch oder mit Fleisch. Und ihr seht es hier, jetzt brutzelt schön in den Topf. Da rühren wir nochmal ein bisschen um. Und wenn die Wurst jetzt schon schön angebraten ist, dann ist der Zeitpunkt nahe, dass ihr das Tomatenmark dazu gebt. Zack. Und dieses wird jetzt hier ebenfalls mit angeschnitzt. So, ihr seht es, jetzt sieht die ganze Sache so aus. Das Tomatenmark wird mit angeschwitzt, damit es seinen vollen Geschmack entfalten kann. Das ist ganz wichtig. Jetzt solltet ihr allerdings darauf aufpassen, dass ihr es nicht zu lange bei voller Hitze anbratet, dass es euch nicht verbrennt. Ja. So, dann bringen wir hier die Temperatur etwas runter. Und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist den Ketchup hinzuzugeben. Das machen wir jetzt. So. Packen wir beiseite. So, zack, der Ketchup ist drin. Jetzt drehen wir das Ganze vorsichtig um. Und ihr seht es ja jetzt. Auch hier die Soße, die ist jetzt relativ dick. Deswegen werden wir jetzt noch mal ein kleines bisschen Wasser hinzugeben. Jetzt schön darauf achten, dass euch die ganze Sache nicht anbrennt. So, und jetzt geben wir das Wasser hinzu. Da tastet euch vorsichtig ran. Nicht, dass euch die Soße jetzt zu dünn wird. Das wäre schade drum. Okay. Ich denke, ein kleines bisschen Wasser kann ich noch hinzugeben. So. Ihr seht es auch, sie fängt schon an zu kochen. Das heißt, die Soße wird dann auch gleich fertig sein. Okay, einen kleinen Schluck mache ich noch mit ran. Okay, und ich denke von der Konsistenz her sieht das ganz gut aus. Jetzt werden wir die Soße mal probieren, wie sie denn geschmacklich ist. Das schmeckt schon ganz hervorragend. Ich werde noch ein kleines bisschen Zucker hinzugeben. Ich werde den Herd komplett ausdrehen, die Hitze reicht völlig aus. So, also ihr seht es, diese Soße ist nicht für Kalorienzähler. Beziehungsweise Leute, die Angst haben vor Karies, also da gehört einiges an Zucker rein. Aber zwischendurch kann man sich sowas ja absolut mal gönnen. So, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Pfeffer mit dran. So, rühre das Ganze weiter um. Und im Endeffekt ist die Soße damit auch fertig. Ihr hättet jetzt noch die Möglichkeit, etwas Oregano bzw. eine kleine Spur Majoran mit dran zu machen. Das ist optional, wenn ihr sie vielleicht ein kleines bisschen verfeinern wollt. Im klassischen Sinne gesehen ist das die Soße,
die wir euch zeigen wollten, unbedingt, die an Einfachheit im Endeffekt nicht zu übertreffen ist. Von daher würde ich sagen, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kurze Video zu einer leckeren, schnellen Tomatensoße. Ich werde mir dieses Essen gleich schmecken lassen. Hoffe, ihr euch dann auch, wenn ihr es nachgekocht habt und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also, bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, zeigt uns doch eure Gerichte auf unseren Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag jeder-kocht. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir verabschieden uns und sagen wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker!